Hallo Leute und willkommen zurück zu Endless Legend mit den Nelayi. Ja, in der letzten Folge haben wir die Stadt Naquakitsch eingenommen und ja, haben dadurch ein ja, geringes Zustimmungsproblem bekommen. Allerdings, was unser gesamtes Imperium angeht, da sind wir nur noch auf glücklich und bekommen plus 15% auf das und plus 15% auf Wissenschaft. Und bei Inbrünstig würden wir ja plus 30% jeweils kriegen. Das liegt aber vor allem daran, dass wir hier bei der Stadt halt durch... Da, dass wir die Stadt gerade erst eingenommen haben, da kriegen wir minus 82,5. So. Eine Spionin kann neu zugeordnet werden, die hier in der Stadt war. Sie wird dann hier infiltrieren. So. Wir haben Ceratan jetzt noch dazu bekommen, als Nebenzivilisation. 5% Abwehr pro befriedetes und wieder aufgebautes Dorf der Ceratan. Boah, aber aktuell haben wir ja die Logeshi, um mehr Ressourcen zu bekommen, und die Burkes für eine erhöhte Baugeschwindigkeit, das lassen wir auch so. Also Einheiten aufgewertet, Geld aufgewertet. Da holen wir uns das 25% Handelsroutenbonus auf Handelsroute. Ja, da ist ja dann der Wissenschaftsbonus auch mit gemeint. Hier oben hätten wir halt dann noch mehr Dust gewinnen. Aber Wissenschaft ist halt auch wichtig. So. Ein Schnitter ist fertig geworden. Ah, der perfekte Konter gegen Wächter. Und als nächstes... Gütiger Herrscher. Ah, damit wir mehr das generieren. Hier ist der gütige Herrscher schon fertig, da kriegen wir ja jede Runde 552 das. Okay. Stadt auf Stufe 2. Garten der Elaje, 16 Perlen. Ah, oder wir bauen hier auch nochmal. Können wir hier noch einen Wachturm bauen? Boah, ne? Boah. Okay, bauen wir den ruhig. Und... Dann noch ein Schnitter. Dauert 10 Runden. So. Und hier einmal die Fähigkeit auswählen. Schwarzmarkthändler. Damit wir die Handelsrouten auch zu, ja, zu nicht freundlichen Rivalen aufbauen können. Ja, einmal da oben hin für die Perle. Oder Perlen. Eine Perle. Okay. Ja, sie kann hier heimlich weiter stehen bleiben. Und dann
Wir demnächst mithelfen, wenn nämlich unsere Armee kommt. Wir haben keine Aktion mehr. Aber wir können uns ja schon mal dahinstellen. Also ich versuche es zumindest gerade. So, jetzt soll's. Ja. Mitschwingen als Support. Und schon einmal. Okay, nächste Runde Infiltration auf 4. Dann können wir Moral zerstören. Minus 30% auf Angriff und auf Verteidigung wird das dann bedeuten. Ja, Stufe 4. So, alle Einheiten einmal weiter bewegen. Dann können wir hier mit den Himmelsschwingern hoffentlich noch ein paar Perlen einsammeln. Schauen, ob wir Glück haben. Oben war ein Siedler. Ah, mit der Himmelsschwinge. Gehen wir mal hier zurück zur Verteidigung. Und dann nächste Runde. Ach so, denn ich habe eine Einheit vergessen. Ja. Ah, der hat 12 Bewegungspunkte. Kann sich der eine der Armee hier anschließen. Er ist fliegend, deswegen kann er hier einfach so rüber. So. Jetzt ist hier natürlich mit 455 Abwehr. Da sollten wir erstmal belagern. Und wir können Moral zerstören. Minus 2. Jawohl. Der Spion wurde leicht verwundet. Aber kann da bleiben. Mondblatt können wir nicht reaktivieren. So. Noch immer Stufe 1. Dustfilterung. Dann kriegen wir hier jeweils plus 3 Dust. Wachturm. Da hinten, ja, brauchen wir nicht unbedingt. Aber da werden wir auch keinen Bezirk bauen, also. Schadet der Wachturm auch nicht. Schnitter 6 Runden, ja, kann man ruhig mal bauen. Und hier noch ein Upgrade. Jawohl. Schwarzmarkthändler, sehr schön. Ah, und dann können wir hier halt die wesentlich besseren Handelsrouten nutzen. Ja, da sieht man den Unterschied. So. Einmal alle Einheiten bewegen. Hier wird belagert. Die
Helden, die können wir ruhig noch. Jetzt zu der Seite rüberziehen. Da ist ein Wächter. Aber wir haben ja auch einen Schnitter dabei. Also den perfekten Konter. Und wir suchen weiter nach Perlen. Okay, nächster Zug. Und wir können jetzt die Mönchseinheit bauen. Und das ist halt für unsere Hauptquest wichtig. So. Mönchseinheit, die soll einen speziellen Gegenstand bekommen. Das ist der Gegenstand. Raserei der Wandlung 2. Was bedeutet das? Wirkung im Kampf in heller Verwandlungsform. Jeder nachfolgende Gegenangriff erhöht die Verteidigung und den Schaden um 20%. Verursacht Schaden am Ziel und bei allen Gegnern in einem Kegel von bis zu 1 Kachel pro nachfolgendem Gegenangriff. Auf 3 aufeinanderfolgenden Gegenangriffe begrenzt. Ja gut. Das muss er eigentlich einfach mal im Kampf sehen. Also er kann wohl öfter als einmal gegen angreifen und dann macht er immer mehr Schaden. Und in dunkler Verwandlungsform, jeder nachfolgende Angriff erhöht die Angriffskraft und den Schaden um 20%, verursacht Schaden am Ziel und bei allen Gegnern in einem Kegel von bis zu 1 Kachel pro nachfolgendem Angriff auf 3 aufeinanderfolgende Angriffe begrenzt. Ja, das gilt sogar über Rundengrenzen hinweg. Also wenn er jetzt in der ersten Runde macht er seinen ersten Angriff, in der zweiten Runde seinen zweiten und dann wird das dann aktiviert, beziehungsweise halt unten bei dem aktiven Angriff in dunkler Verwandlungsform. Okay. Hört sich auf jeden Fall gut an. Und dass er sich schneller bewegen kann. Noch die Dust-Ausrüstung und natürlich eine bessere Waffe. Krieger schlechter oder Ritter schlechter. Ja, aber Ritter schlechter kriegt er halt noch ein bisschen Initiative dazu. Weil der fliegend ist. Aber trotzdem möchte man eine hohe Initiative haben, um. Ah. Damit die Gegner noch da stehen, wo sie bei der Planung standen. Okay, dann haben wir das. Und den müssen wir jetzt noch bauen. Eventuell einmal kaufen. Ah, 1058, das ist okay. Und Grasseideschub reaktivieren. Ja, einmal die Verbesserungen, die unsere Industrie pushen. Alle Einheiten einmal bewegen.
Oha, sehr schön. Das hat sich ja dann gelohnt. 10 Perlen und 9 Perlen. Und unsere Himmelsschwingen geben uns ja dann nochmal auf 20% mehr. So, da kommt der Wächter. Die Mönchseinheit ist fertig. Neue Armee. Er kann sich hier anschließen. Imperiumsplan. 2958 Einfluss haben wir. Oha, dadurch, dass wir jetzt eine Stadt mehr haben, klappt das nicht. Mit plus 2 Wissenschaft auf Bezirk. Ja, okay. Dann einmal so. Übernehmen. Achso, man muss immer eine Runde weiterspielen, damit die Änderung des Imperiumsplans auch dann bei solchen Angaben berücksichtigt werden und ausgegeben werden. Hier einmal das Orchidee reaktivieren. Oder wir aktivieren sogar das Orchidee zum ersten Mal. 20% Nahrung, Industrie, Dust und Wissenschaft auf alle Städte. 20 Runden und Zustimmung plus 10. So. Hier bauen wir eine Mönchseinheit. Aber erstmal nur die Mönchseinheit einreihen. Infiltrationsstufe 2. Erfahrungsstufe 11. So, jetzt plus 15 Schaden für jede Einheit. Ja, das wird spannend. Wenn die uns hier angreifen, womit verstärken wir dann? Wir können uns natürlich ein bisschen flexibler machen. Indem wir noch eine Einheit hier in die andere Armee schieben. Sehr gut. So, alle Einheiten einmal bewegen. Ach, sie haben hier 5 Einheiten rausgezogen. Ja. Die Effekte minus 2 Moral noch für 4 Runden. Könnten wir hier machen, Wehranlagen beschädigen. Reduziert die Wehranlagen um 25% ihres maximalen Verteidigungswerts. Und dann angreifen. Die
Spion leicht verwundet. Und dann haben wir hier nur noch 190. Ja, und dann können wir das doch angehen. Dann switchen wir hier wieder rüber. Dann Angriff. So. Ich würde mir echt wünschen, dass er den Wächter mitkämpfen lässt. Und dann den Schnitter schön einsetzt. So. Ah, jetzt haben wir noch mal eine bessere Front. Mit einer Initiative 98. Ja, okay. Falls er Verstärkung mitzieht, dann sehen wir es ja direkt. Bewegung 4 fliegend. 1, 2, 3, 4. Würde sogar dahin kommen. Eins, zwei, drei, vier. Also von hier aus würde er noch da angreifen. Ja, und der Rest, der Groller. Würde hier sogar, wenn wir alles schon geblockt kriegen, drei Einheiten angreifen. Ja, und initiativemäßig sieht das doch alles super aus. Okay. Ja, er zieht Verstärkung mit. Okay. Einmal so. Einmal so. Ja, und hier sehen wir schon, wie die Moral zerstört wurde. Auch noch einen für Ihmchen. Der ist noch vor dem Groller dran. Der ist nach dem Groller dran, okay. Ja, okay, einmal so. Ist der Spot nicht besetzt. Aber ich kann dann nicht mit Schwinge rein. Nein, soll sich da rein bewegen. Jawohl. Danach kannst du ja gerne buffen. Und die Himmelsschwinge. Ich kann versuchen, ihn zu buffen. Okay. Und dann los. Mal buffen. Hier auch nochmal. Den Groll habe ich vergessen.
Ja, einfach. Einfach offensiv. Mal schauen, vielleicht kriegen wir auch noch was. Hier wird dann wieder schön geheilt. Ja, Groller macht dann 92 Schaden. Und jetzt stelle ich alle auf Offensiv. Ah, denk mal. Einem kleinen Symbol erkennt man's. Ja, und die Stadt, die hilft uns dann auch wirklich weiter. Mit ihren Luxusressourcen. Weiter geht's. Phase 4 von 6. Jetzt ist die Frage, ob da noch ein weiterer Nachschub kommt. Jawohl. Ah, da ist der Wächter. Dann soll hier der Schnitter auf jeden Fall einen Wächter angreifen. Die Himmelschwingen, die greifen jetzt auch an. So. Okay, ein Angriff.
Und Wächter ist down. Aber die eine Miliz hat überlebt, nicht schon verteidigt. Ja, okay. Da müsste man da in der nächsten Runde nochmal angreifen. Aber das war schon mal ganz erfolgreich. Ja, wie gesagt, die Stadt ist halt super, weil sie gibt uns Markte, Rotzang, Feenblut. Ja. Okay. Gut, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.